Ja, das wird die Nadja sein. Das wird ihr Liebhaber sein. So, markieren wir euch erstmal. Geht wohl nicht, okay. Echt jetzt? Ihr überlebt sowas? Oh! Ah! Shit! Ganz ernsthaft, Mann. Ich dachte, so ein Stealth-Pfeil ist ein One-Shot-Kill oder sowas. Aber dem war offensichtlich nicht ganz so. So, du noch? Kriege ich meine Pfeile eigentlich auch wieder? Ja, eher weniger. Der hat sogar den Pfeil direkt in die Fresse bekommen hier, ne? Mann. Das funktioniert nicht so, wie ich das wollte. Alles doof. Sehr schön. Jetzt haben wir sie alle umgelegt. Typ ist wohl leider tot. Aber dafür eine Single-Frau mehr auf die Insel. Halt, das wollte ich eigentlich nicht. Häuten wollte ich dich. Dankeschön. So, dich plündern wir jetzt auch nochmal vor den Augen deiner Freundin. Der hat ja auch einiges an Tataus, ne? Naja, jetzt quatschen wir sie mal an. Hallo, hallo. Ich will auf deinen Hügel hoch, danke. Oh, das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen falsch angehört. Bist du verletzt? Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen. Aber als wir hier ankamen, redete er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Na schön, immerhin haben wir sie gerettet. Unnötig viel Geld mal wieder bekommen dafür. Haben wir jetzt hier was freigeschalten? Nee, immer noch einen verfügbaren Fähigkeitspunkt. Das verstehe ich nicht so ganz, ne? Ich dachte, wir bekommen die ganze Zeit Zeug. Vielleicht müssen wir einfach nur noch mehr Missionen abschließen. Wir starten jetzt noch einmal einen Versuch. Da sind Tapire. Jetzt gucken wir mal. Haha. Okay. Den kriegen wir nicht mehr. Ah, wir haben den Pfeil gerade wieder aufgesammelt, als wir drüber gelaufen sind. Das ist ja spannend. Ha. Dann haben wir uns jetzt gerade unseren größeren Köcher hier verdient. Und als nächstes braucht man dann zwei Bärenfell. Ah, das ist erstmal in Ordnung soweit. Ich würde vorschlagen, wir beamen uns jetzt mal schnell zurück nach Amanaki mal wieder. Krokodilallee. Und dann können wir vielleicht noch diese Pfad des Jägers Aufgabe erledigen. Ich glaube, das wäre jetzt gerade noch mal etwas, wo ich Bock drauf hätte. Bevor ich dann wieder ein Päuschen mache und glaube, erstmal genug dann im Voraus aufgenommen habe. Und Kreidestifte. Ein bunter Satz Kreidestifte. Ein unerwarteter Fund in diesem Teil der Welt. Vor allem bei einem Typen, der gerade seine Freundin erschießen wollte. Kranke Menschen. So, dich wollen wir da oben, liebe Auftragstafel.
Bären haben einen Farmer zerfleischt. Erlege sie mit der am Zielort gestellten Schrotflinte. Okay, tun wir das. Und darüber müssen wir, alles klar. Nehmen wir uns hier mal wieder eine Nussschale. Achso, halt, stopp. Muss ich andersrum fahren? Ja, muss ich. Halt, stopp. Na, wobei, andererseits könnte ich auch einfach... Seht mal, da ist es ja schon in Sichtweite. Ich kann ja einfach hier jetzt... Nein, nicht auf die Karte gehen. Sondern da zum Strand runter machen. Hier mal ein bisschen abschlittern schnell. Grüne Pflanze mitnehmen. Und jetzt gucken wir mal, wo hier die Bären kommen. Na, also von hier aus sehen wir jetzt gerade noch nichts. Ich zumindest nicht. Keine Ahnung, ob ihr was gesehen habt. Und wenn ja, werdet ihr jetzt wahrscheinlich da sitzen. Oh nein, Akai. Du Vollpfosten. Und ich hätte es verdient. Aber ne, hier ist nichts, deswegen habt ihr auch nichts gesehen und deswegen habt ihr euch sowas noch nie gedacht. Ha, jetzt gehen wir vorne rum oder hinten rum? Gehen wir hinten rum. Versuchen wir, den menschenzerfleischenden Bären eine Falle zu stellen. Das ist das, was jeder geistig gesunde Mensch tun würde. Ho! Ach, ich muss mich erstmal ausrüsten, bevor es losgeht. Ach ja. Stimmt ja. Ha, was tauschen wir? Tauschen wir den Bogen, würde ich sagen. Kriege ich noch mal ein bisschen Muni? Ja, danke schön. Zwei Bären sind übrig. Zwei Bären. Junge. Schnappen wir die uns jetzt. Haben wir gleich schon mal zwei Bärenfell. Ist das eine Höhle da? Ah ja. Numero uno. Nein, nein, nein. Echt jetzt? Der überlebt drei Schrotflintenschüsse aus nächster Nähe. Echt jetzt? Asiatischer Schwarzbär, das zeigt es mir natürlich nicht mehr an. Alter, ich will dich häuten. Komm her. Du bist zu groß zu häuten. Nein, wo muss ich mich hinstellen? Ah, hallo? Jetzt. Beschwer dich nicht. Lerne dein Los zu akzeptieren. So, das war hier auf jeden Fall die Bäuerin in dem Fall. Und geht die noch weiter? Ja, da geht's noch weiter, die Höhle. Oh, crap. Spaß und Freude auf den Rook Islands. Da könnt ihr was erleben. Fuck. Alter, sind das immer viele Schüsse für die Viecher. Haben wir auf jeden Fall mal wieder eine Mission abgeschlossen. Können wir also hoffentlich dann bald. Starker Pfeilköcher. Für den haben wir sogar direkt Bärenfell gebraucht. Darf es denn wahr sein? Was ist das hier eigentlich? Ach ja.
weil wir den gebaut haben. Jetzt verstehe ich das. Halt, stopp, hier wollen wir rüber. Und 20 normale Pfeile und 10 Spezialpfeile. Das ist ja wunderbar. Und dann gibt es noch... Gefunden wurde... Haut eines menschenfressenden Hais. Okay. Ja, dann haben wir jetzt hier drin erstmal alles Wichtige. Jetzt gehen wir zurück und holen uns unseren Bogen mal wieder. Dann können wir fast hier noch ein bisschen mit dem Bötchen rumcruisen, oder? Wenn hier schon eins rumsteht. Hoffentlich liegt das Zeug jetzt noch da drin. Na, ansonsten kriegen wir den Bogen ja kostenlos zurück. Jetzt im Shop. Ja, ist nämlich alles weg. Super. Ich hätte ihn ja aber jetzt gern wieder gehabt. Ne, wir gehen jetzt nochmal hier schnell. Da war das Boot, glaube ich, oder? Könnte man dich benutzen? Du siehst so aus. Ja, dich kann man benutzen. Wunderbar. Probieren wir es doch mal aus. Haha, haha. Patrouillenboot. Damals habe ich 2 davon auf Patrouille geschickt. Sie kamen nie zurück, nur die leeren Boote. Der Dschungel hat sie gefressen. Okay, der macht keinen Sinn, keinen wirklichen Sinn, der Satz. Oh, geil. Ich liebe es jetzt schon. Wo könnten wir denn hin? Wo können wir denn ein bisschen Terror machen? Wir könnten ja... Wie wäre es denn noch? Pass auf, ein paar Minuten haben wir noch. Holen wir uns doch mal den da. Auf geht's mit uns! Wuhu! Oder ist vor allem ein Haufen Licht dort an dem Strand? Ich will gar nicht wissen, was da alles abgeht. Oh, jetzt ist er verschwunden. Und wir laden wieder. Beziehungsweise senden wahrscheinlich irgendwelche Spioninformationen an Uplay gerade. Jupp. 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 Alles klar, wir sind da, Leute. Ach ja. Gut eingeparkt, würde ich vorschlagen. Und wir laden wieder. Hey, hey. Ah, das ist doch nervig, ganz ehrlich. Ach, kann ich das da wieder... jetzt kann ich das jetzt wieder ins Wasser schieben. Jetzt verstehe ich das. Haben sie gleich vorbereitet für solche Leute wie mich. Fertigkeitspunkt verfügbar. 1. Wir haben uns auch schon so viele neue verdient, dachte ich. Manno. Quatschköppe, ganz ehrlich. Da ist ein... Irgendein Stützpunkt ist da. Ist das ein Rakiat-Stützpunkt? Dörfchen? Irgendwas? Da ist auf jeden Fall niemand unterwegs gerade. Aber ich glaube, dahin können wir uns dann abseilen. Es sieht echt aus wie so ein kleines Fischerdörfchen. Wir werden es gleich rausfinden. Wobei, nee, das Seil geht da rüber. Und hier und da und oje. Tja, das sehen wir gleich, wo es hinführt. Da ist auf jeden Fall nämlich auch nochmal was auf der Insel von den Piraten. Aber das könnte dann... Das müsste ein Stützpunkt sein. Diese Rauchsäulen markieren, glaube ich, immer Piratenstützpunkte. Aber, oh Gott, quietscht das. Oh. Oh, was war denn das jetzt gerade? Das sah wie eine Rakete aus von der Panzerfaust. Ha, ohne Scheiß jetzt. Na, da, da. Ich dachte gerade, der Sprung ging jetzt gerade viel zu weit. Yay, wen erinnert es noch an Assassin's Creed? Ha, ha, ha. Wieder mal die Hand heben. Hm. Guckst du das an? Was macht ihr denn hier unten?
Naja, mich bemerkt er hoffentlich nicht mehr, wenn ich jetzt schon so weit oben bin. Muss ich hin? Hallo? Ach, klettern. Da läuft jemand. Doch ein Pirat da vorne. Ja, so eine Scheiße. Alles voll mit den Lutschern hier, ne? Die werden auch nicht weniger, egal was wir machen. Na, wir ziehen das einfach noch eine Weile durch hier mit unseren Außenposten zerlegen, Funkturme zurückhacken. Dann hat es schon irgendwann ein Ende mit den Typen. Ich will so ein Ding unbedingt mal benutzen. Okay, kann ich jetzt hier von dir... Ja, ich kann das hier benutzen. Aber dann lande ich ja quasi irgendwie so in der Nähe von den Piraten, oder? Ah, ne, doch nicht. Ich lande jetzt gratis im Shop Recurve-Bogen. Yay! Aber die SVD dafür auch. Das ist ein Scharfschützengewehr. Das heißt, jetzt können wir uns vielleicht wirklich mal ein bisschen bei der nächsten Außenpostenübernahme richtig mit Schleichen und so mal durchschlagen und versuchen, die wirklich umzulegen, ohne dass wir eine massive Schießerei anfangen. Es ist immer noch mein erklärtes Ziel, das endlich mal zu schaffen. Und dann würde ich jetzt sagen, was müssen wir noch tun? Ich muss jetzt noch einmal in den Shop gehen, Munition kaufen, Inventar kurz aufräumen und dann sind wir, denke ich, erstmal okay für diese Aufnahmesession. Und dann freue ich mich nämlich schon darauf, endlich die ersten Folgen zu veröffentlichen. Um mal so eure Reaktionen reinzubekommen. Tja, und dann war es das auch schon. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Kommentar da, wie euch das Projekt bis jetzt so gefällt. Ansonsten bis dahin. Tschö.